Perfekt gemanagt, aber was kann er wirklich, lautete die Frage nach der Klasse von Glass Hanover, der Mitte März in Recklinghausen sogar den Bahnrekord von Readow eingestellt hatte. Helmut Beckermeier und sein Florida Pro-Sohn beantworteten die Frage im Robert-Grossmann-Rennen auf ihre Art, als sie nach einem souveränen Vorlauferfolg über Cordoba-Lobel im Finale mit den Gegnern kurzen Prozess machten. Überlegen vier Längen, lautete schließlich der Richterspruch gegen den Riesenaußenseiter Marshall Blücher, der sich mit einer feinen Leistung gegen die höher eingeschätzten Orwell-Star, Slide Stretch und Coldskate-Frauen behauptete. Marshall Blücher eingesetzt. Es geht in den Schlussbogen und Glass Hanover liegt mit einer Länge vor und dicht dahinter Kudastar mit Slide Stretch ganz außen. Ugo und Marshall Blücher kommt. Dann auch noch Always Star, innen Dr. Pershing, ganz außen Cordoba Lobel. 1:14:5 die letzte Zwischenzeit und Glass Hanover führt durch den Schlussbogen. Ganz an der Außenseite kommt Cordoba Lobel. Außerdem dabei Ugo, Slide Stretch ist zurückgefallen, kann nicht mehr gewinnen. Und Glass Hanover kommt mit der Führung auf die Zielgerade. Glass Hanover ist vorn, vor Delano, ganz außen Cordoba Lobel mit einem Fehler. Ganz außen kommt nur noch Overstar, aber Glass Hanover ist wohl nicht mehr zu gefährden. Glass Hanover, ein ganz überlegener Sieg für Glass Hanover. Kampf um die Plätze und Marshall Blücher wird zur zweiten. Außen kommt Overstar noch einmal und Overstar wird Dritter hinter Glass Hanover. Und